Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit einige Diskussionen zum Thema objektorientierte Programmierung, Vererbung und Polymorphismus. Ja, wie ist denn das genau? Wann soll man vererben? Wie funktioniert das mit der Vererbung? Was kann das und was soll das überhaupt alles? Ich versuche es mal hier ein bisschen anders zu erklären. Lasst mir in den Kommentaren wissen, wie euch diese Art der Erklärung vielleicht gefallen hat. Nehmen wir mal Folgendes an. Du hast ein Auto, ein Moped und das sollte mal wieder einen Service bekommen. Und dazu brauchst du irgendeinen Mechaniker, irgendeine Werkstatt, der dir das macht. Und jetzt gibt es verschiedene Varianten, die du kennen könntest. Also du könntest einen Mechanikerlehrling kennen, der dir das vielleicht machen kann. Du könntest aber vielleicht auch einen Mechanikermeister kennen, der dir das machen könnte, was bei deinem Fahrzeug auch immer notwendig ist. Also zum Beispiel eben einen Service machen, Ölwechsel und so weiter. Okay, also beide sind hier entsprechend Mechaniker. Sowohl der Lehrling ist Mechaniker, als auch der Meister ist Mechaniker. Und jetzt könnten wir sagen, der Lehrling kann noch weniger als der Meister. Der Meister kann mehr, hoffentlich zumindest. Und jetzt könnten wir sagen, wir lassen den Meister mal vom Lehrling erben. Das könnten wir machen, ist vielleicht nicht ganz korrekt, weil ein Meister ist kein Lehrling mehr. Jetzt könnten wir argumentieren, okay, lebenslanges Lernen, das ist schon okay so. Okay, also der Meister kann mehr als der Lehrling. Wir könnten auch dazwischen noch einen Facharbeiter, einen, wie man in Österreich so schön sagt, einen Gesellen verwenden, ja, der sich so jetzt hierarchisch in der Mitte befindet. Also erst kommt der Lehrling, wenn er ausgelernt ist, Lehrabschlussprüfung gemacht hat, dann kommt der Facharbeiter und zum Schluss kommt der Meister nach der Meisterprüfung. All diejenigen sind schlussendlich Mechaniker. Also wenn du jetzt einen Mechaniker brauchst, dann stünden theoretisch diese drei zur Auswahl. Jetzt könnten wir sagen, okay, Mechaniker ist die Basisklasse. Wir könnten sagen, wir leiten den Lehrling von dieser Klasse ab. Ein Lehrling ist ein Mechaniker. So, jetzt könnten wir sagen, der Facharbeiter wird auch vom Mechaniker abgeleitet. Ja, das wäre wahrscheinlich sogar formal richtiger. Aber lassen wir ihn mal vom Lehrling ableiten, sprich vom Lehrling erben. Und den Meister lassen wir vom Facharbeiter erben. Der Grund, warum die Vererbung jetzt so ist, ist die Basisklasse, also was kann jeder Mechaniker, das wäre jetzt zum Beispiel Ölwechsel und Reifenwechsel. Ja, natürlich können einige mehr, aber nur um das mal zu veranschaulichen. Ja, der Lehrling kann auch Öl wechseln und Reifen wechseln. Der Facharbeiter kann jetzt zusätzlich zu dem Scheibe wechseln und vielleicht Karosseriearbeiten machen. Und der Meister kann auch noch den Motor wechseln und Getriebe wechseln machen. Ja, nehmen wir das mal an. Also, jeder Mechaniker, ja, das kann die Basisklasse, definiert das schon zum Beispiel, kann Reifen und Öl wechseln. Also, wir brauchen irgendeinen Mechaniker, der das kann. Das kann auch der Lehrling sein. Es könnte aber auch der Facharbeiter sein und es könnte aber auch der Meister sein, weil der Facharbeiter erbt von Lehrling. Das heißt, er kann alles, was der Lehrling kann und noch die paar Sachen zusätzlich, nämlich Scheiben wechseln und Karosseriearbeiten machen. Der Meister kann alles, was der Facharbeiter kann, somit kann er auch alles, was der Lehrling kann und zusätzlich Motor- und Getriebewechsel machen. Gut, wie würde man das jetzt machen, wenn es das eben Klassen wären? Dann wäre der klassische, wenn wir mit Objekten arbeiten, würden wir sagen, okay, mein Mechaniker ist ein Lehrling, den kenne ich zufällig, der macht mir das und ich instanziere den als neuen Lehrling. So, jetzt haben wir links den Compile-Time-Type, den Typen, der zur Kompilierzeit verwendet wird, und rechts hätten wir den Runtime-Type. Und jetzt könnten wir sagen, okay, mein Mechaniker, bitte wechsel mir das Öl von meinem Auto. Ich könnte auch sagen, mein Mechaniker, bitte wechsel mir die Reifen von meinem Auto. Das würde funktionieren, weil jeder Mechaniker, ja, das definierte die Basisklasse bereits, kann Öl und Reifen wechseln. Auch der Lehrling kann natürlich Öl und Reifen wechseln. Ja, was wäre jetzt, wenn wir das wechseln und sagen, okay, Mechaniker, mein Mechaniker ist neuer Lehrling. Ja, dann sage ich nicht, okay, ich brauche definitiv einen Lehrling, das hatte ich ja vorher gesagt, ich brauche unbedingt einen Lehrling. Jetzt kann ich sagen, ich brauche irgendeinen Mechaniker und den instanziere ich mit neuen Lehrling. Ich könnte ihn genauso instanzieren mit neuen Facharbeiter. Ich könnte ihn genauso instanzieren mit neuer Meister.
irgendein Mechaniker. Wichtig ist jetzt, links ist wieder der Compile-Time-Type und rechts ist der Runtime-Type. Ja? Und wenn ich das so verwende, dann heißt das, zur Kompilierzeit, der linke Typ definiert, welche Funktionen kann ich aufrufen, der rechte, von wem werden sie wirklich aufgerufen. Möglicherweise ist ja der Lehrling, der Autolehrling hier schon ein bisschen schneller oder kann das ein bisschen besser oder der Facharbeiter könnte es ein bisschen besser als ein allgemeiner Mechaniker. Ich könnte aber genauso sagen natürlich, ich könnte diesen jetzt instanzieren mit Facharbeiter, weil auch der ist ein Mechaniker. Was ich jetzt aber nicht tun kann, ist, ich kann vom Facharbeiter diese Wechselscheibe-Methode nicht aufrufen. Warum kann ich die nicht aufrufen? Wir haben ja gesagt, ein Facharbeiter kann es. Naja, der Compile-Time-Type, also der linke, der ist Mechaniker. Und jeder Mechaniker kann Reifen und Öl wechseln. Aber nicht jeder Mechaniker kann die Scheibe wechseln. Und da wir gesagt haben, es muss nur irgendein Mechaniker sein, kein spezieller, nur irgendeiner, jetzt können wir auch nur den kleinsten gemeinsamen Nenner aufrufen, nämlich Öl wechseln, Reifen wechseln. Nicht die Scheibe, nicht die Methoden vom Facharbeiter. Es kann sein, dass der beim Ölwechseln manche Sachen anders macht, schneller macht, besser macht, wie auch immer. Ja, das ist jetzt das, was dann der Facharbeiter macht. Ja, der kann vielleicht das, wie gesagt, schon besser. Der hat die Methode dann sozusagen überschrieben, die Originalprogrammierung vom Lehrling oder von der Basisklasse ausgetauscht, ja, entfernt und neu gemacht. Das kann sein. Aber wir können nur die allgemeinen Methoden aufrufen, die der Compile-Time-Type definiert. Ja, weil das gibt es hier eben nicht. Gut, was hätten wir jetzt noch? Wir könnten sagen, Mechaniker, mein Mechaniker ist ein neuer Meister. Wir könnten sagen, Lehrling, mein Mechaniker ist neuer Facharbeiter. Das würde deswegen gehen, weil wir den Facharbeiter vom Lehrling haben erben lassen. Wie gesagt, ist nicht ganz korrekt unter Umständen, weil es sollte eine Ist-Einbeziehung sein. Ja, das würde bedeuten, ein Facharbeiter ist ein Lehrling. Er ist definitiv ein Mechaniker, aber Lehrling vielleicht nicht immer, aber okay. Wir könnten auch sagen, Facharbeiter ist mein Mechaniker. Ja, und jetzt, Facharbeiter ist mein Meister. So, und wenn wir jetzt unten hier Facharbeiter, mein Mechaniker ist mein Meister haben, dann können wir auch das Wechselscheibe aufrufen, weil jetzt haben wir mindestens einen Facharbeiter oder mehr, der hinter diesem Objekt steckt. Ja, dieses mein Mechaniker ist das Objekt, der Facharbeiter ist der Compile-Time-Type, Meister wäre der Runtime-Type und der Runtime-Type muss immer größer sein, also das gleiche oder mehr können, als wir links im Compile-Time-Type definiert haben. Wir können aber dann nur die Methoden aufrufen von Compile-Time-Type. Also Motor wechseln, Getriebe wechseln geht trotzdem nicht. Ja, da müssen wir links auch wirklich Meister schreiben und nicht nur Facharbeiter. Ja, links ist das, was wir unbedingt mindestens haben müssen. Ja, ich hoffe, das war mal eine andere Erklärung, die vielleicht ein bisschen hilft. Wie schaut es jetzt aus, wenn wir Interfaces haben? Ja, Interfaces sind ja immer toll, immer schnell in Diskussion, aber was sind jetzt eigentlich so die Interfaces und was machen wir damit? Gut, wieder ein Beispiel, diesmal ein bisschen anders. Du hast etwas Arbeit zu erledigen oder du brauchst jemanden, der dir etwas Arbeit erledigt. Und jetzt kannst du definieren, was muss der oder diejenige können, die diese Arbeit erledigt. Das nennen wir normalerweise einen Vertrag oder Auftrag. Ja, also du gibst einen Auftrag oder ihr einigt euch auf einen Vertrag, wo drin steht, das und das und das muss alles erledigt werden. So, und jetzt gibt es verschiedene Kandidaten, die das können. Ja, wir haben hier mit den Pfeilen wieder dargestellt ein paar Vererbungen und ein paar Typen, die hier unter Umständen in Frage kommen würden. Ja, verschiedene Bauarbeiter, Leute aus dem Büro, wie auch immer, Superman, einen Roboter, keine Ahnung. So, manche davon können jetzt den Vertrag erfüllen. Ja? Und wenn die Basisklasse, wie beim ersten Beispiel gleich, den Vertrag erfüllt, dann ist der auch automatisch von der geehrten Klasse erfüllt. Also wenn wir den erben lassen, dann, so wie erst beim Lehrling, Mechaniker, Meister etc., und der Lehrling kann das schon, dann kann es auch automatisch der Facharbeiter oder der Meister. Und auch hier haben wir, wenn es der obere kann, dann kann es der untere sowieso auch automatisch ist. Der untere ist immer, der kann mehr. Wir können nichts weggeben, immer nur dazugeben. Es kann auch sein, dass der obere das nicht kann, aber der untere kann es. Und dann kann es auch irgendwelche Klassen geben, die diesen Vertrag eben erfüllen. Und dann gibt es welche, die ihn nicht erfüllen.
Gut, jetzt konzentrieren wir uns mal auf folgendes Szenario, was wir hier schon sehen. Manche erfüllen es, manche nicht, aber es können auch unterschiedliche erfüllen, auch wenn sie nicht voneinander erben. Also der Superman hatte mit dem Bauarbeiter nichts zu tun und der Roboter mit Superman nicht, aber alle würden den Vertrag erfüllen. Wunderbar. Gut, konzentrieren wir auf die, die den Vertrag auch wirklich erfüllen. Also nennen wir ihn I can do work, also ich kann arbeiten. Ja, das wäre dann ein Interface. Und dieser Vertrag beschreibt, dass wir eben arbeiten können und wollen. Und jetzt haben wir eine Klasse wie zum Beispiel Superman und Roboter, diese erfüllen den Vertrag, das heißt, sie implementieren das Interface mit dem Doppelpunkt I can do work. Und der Superman muss jetzt entsprechend diese Work-Methode implementieren, die im Vertrag festgelegt ist. Auch der Roboter. Zusätzlich kann er auch andere Dinge wie zum Beispiel Fly machen. Ja? Durch diese Doppelpunkt I can do work hier wird eben garantiert, dass dieses erfüllt wird, sonst bekommen wir vom Compiler eine auf die Finger und ja, dann haben wir auch die Methode. Und jetzt können wir sagen, okay, ich weiß nicht, wer meinen Vertrag erfüllen wird, aber ganz egal wer, ja, in Compile-Time-Type sage ich nur, ich hätte gern irgendjemanden, der den Vertrag erfüllt. Und der Runtime-Type ist dann der konkrete, der den erfüllen wird. Und dann kann ich eben diese Work-Methode aufrufen, die im Interface definiert ist. Und dann ist total egal, ob hier Roboter oder Superman steht oder auch Arbeiter steht, ist absolut egal. Wichtig ist nur, er muss dieses Interface implementieren und die zwei müssen sonst nichts miteinander zu tun haben. Ja, da muss es keine Vererbung geben zwischen den einzelnen Klassen. Also Interfaces sind eigentlich nur Verträge und eine Person kann auch mehrere Verträge erfüllen. Also nicht nur I can do work, sondern auch irgendwelche anderen Verträge. Und dann kann eine Klasse damit verschiedene Interfaces implementieren und auch für verschiedene Interfaces verwendet werden. Wir können jetzt auch dieses I can do work als Typ verwenden und dann Methoden übergeben und dann kommt irgendwas daher. Irgendjemand, der im Roboter, Superman oder irgendwer, der dieses Interface erfüllt. Und da wir zur Laufzeit, wenn wir das jetzt mit dem Interface zum Beispiel verwenden, gar nicht genau wissen, wer denn dahinter steht, ja, und was die Methode dann wirklich genau macht, ja, deswegen ist die Methode, und das nennt man dann sozusagen so Vielgestaltigkeit, also Polymorphismus. Ich weiß gar nicht wirklich, wer denn das jetzt wirklich ausführt und wie er das wirklich ausführt. Ist mir auch egal bei der Verwendung, Hauptsache, es macht jemand. Und dieses, ich weiß nicht wer und wie, ist jetzt eigentlich das, was wir dann Polymorphismus verwenden. Ja, wie gesagt, sagt mal, was ihr von dieser Art der Erklärung zum Thema Klassenvererbung und Interfaces haltet. Sorry wegen der Vererbung zwischen der Mechanik und dem Lehrling. Es passt aber nicht ganz perfekt. Na gut, wie gesagt, lasst mal da, was ihr davon haltet.